Prinz Edward, nach Babynuss rutscht er der Thronfolge nach unten. Söhnchen 1. August, küsst den Bauch seiner schwangeren Mutter, mit dieser entzückenden Aufnahme verkündet Prinzessin Eugenie. 32, am 24. Januar 2023 auf Instagram, diesen Sommer erneut Mutter zu werden. So schön diese Nachricht auch ist. Hat sie Konsequenzen für Prinz Edwards, 58, Platz in der britischen Thronfolge? Der Tod von Queen Elizabeth, 96, am 8. September 2022 hat die Abfolge der bisherigen Thronfolge ordentlich durcheinander gewirbelt. Aus Prinz Charles wurde König Charles, 74, aus Herzogin Camilla, Königin Camilla, 75, und aus Prinz William, 40, der amtierende Thronfolger mit dem Titel Prince of Wales. Und auch Prinz Edward, der jüngste Sohn der verstorbenen Monarchin, rückte von Platz 14 auf Platz 13 auf. Das dürfte sich mit der Geburt von Eugenies und Ehemann Jack Brooksbanks, 36, zweitem Nachwuchs jedoch wieder ändern. Laut britischen Medienberichten musste Herzog von Wessex mit der Geburt im Sommer kein Jahr später seinen neuen Platz in der Thronfolge wieder räumen. Um auf seinen bisherigen 14. Platz vor seinem Sohn Viscount Severn, 15, zurückzukehren. Prinzessin Anne, 72, ist ebenfalls betroffen, die einzige Tochter der Queen rutscht von Platz 16 auf 17, zurück. Die Plätze, die nicht geändert werden. 1. The Prince of Wales. 3. Prinzessin Charlotte. 6. Archie Mountbatten-Windsor. 7. Lilibet Mountbatten-Windsor. 9. Prinzessin Beatrice. 10. Sienna Mappelli-Mozzi. 11. Prinzessin Eugenie. 12. August Brooksbank. Die geänderten Plätze. 13. Eugenies zweites Kind. 15. Viscount Severn. 16. Lady Louise Windsor. 17. Prinzessin Anne. 18. Peter Phillips. 19. Savannah Phillips. 20. Isla Phillips. 24. Lucas Tindall. Verwendete Quellen: Instagram.com, Royal Oak.